Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sollen hier bei unserer Hotelanlage heute in der Folge einen Pool bauen. Wir sollen dafür Materialien verteilen und wir müssen einen riesengroßen Bereich wieder ausbuddeln. Es wird wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Material verteilen, oder? Natürlich müssten wir auch wieder die Nacht gerade überspringen. Wir haben 21.34 Uhr. Wir springen wieder bis zum Morgen. Und dann gehen wir gut erholt wieder hier zu unserem Teleskoplader und fangen erstmal an, da ein bisschen Material zu verteilen. Jedenfalls so gut es geht, weil wir haben ja da hinten die Stahlträger liegen und die bekomme ich ja, soweit ich weiß, nicht auf den Teleskoplader drauf. Ich hatte das schon mal ausprobiert gehabt und hat es nicht funktioniert, weil man hat ja da irgendwie nichts untergelegt. Kein Brett oder so, dass man da irgendwie drunter fahren könnte und deswegen, ja, ist ein bisschen schwierig. Wir nehmen einfach erstmal alle anderen Sachen. Wir lassen uns jetzt auch durch diese Pylone da unten auf dem Boden nicht stören. Da können wir auch durchfahren. So, zack, hoch damit. Platzieren wir erstmal die Bewährungsgitter. Dann haben wir noch Palette Holz da hinten. Dann müssen wir die Stahlträger mit dem Kran erstmal zur Seite schaffen. Und dann können wir den Rest auch noch irgendwo hin transportieren. Bewährungsgitter sind natürlich jetzt hier vorne dran. Da bräuchte ich tatsächlich erstmal die Holzteile. Ich stelle es einfach erstmal daneben gerade. Dann komme ich nämlich immer noch da hinten dran. Gut, dann holen wir uns erstmal die Palette Holz. Die haben wir ja auch hier neben stehen. Ist ja auch kein Ding. So. Schön runter. Perfekt. Passt. Ja, dann schmeißen wir die dahin. Dann schmeißen wir die Bewährungsgitter davor. Dann holen wir uns den Kran oder nehmen wir den Kran. Platzieren die Stahlträger. Und dann können wir mit dem Teleskoplader die restliche Ladung Holz hier noch platzieren. Die Holzbalken. Wofür auch immer die sind. Upsi. Erstmal die Bewährungsgitter durch die Gegend schmeißen. Warum nicht? Kann man machen. Kann man machen. So, perfekt. Gut. Dann, jetzt habe ich einen Blinker eingeschaltet vor lauter Schreck. Muss ich jetzt erstmal mit dem Kran hier die Stahlbalken wegbringen. Ich kann zwar gerade noch mal probieren, ob man da drunter fahren kann mittlerweile, aber ich befürchte nicht. Nein, da kommt man nicht drunter. Alles klar. Gut, dann bleibt nur der Kran. Ist aber auch kein Ding, haben wir schnell erledigt. Ich denke mal, das ist einer der letzten Abschnitte. Also jetzt noch Poolbau, da müssen wir wahrscheinlich noch zwei Löcher oder so bohren für kleine Bäume, weil ich glaube, Bäume haben wir noch auf dem Auflieger drauf. Genau, wir haben noch zwei kleine Bäumchen auf dem Auflieger drauf liegen. Die müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Entweder müssen wir die Löcher dann selber buddeln oder die sind schon gebuddelt, da müssen wir mal gucken. Und dann sind wir hier fertig mit. Wow, der Kran hat wieder Vollgas gegeben, das war nicht geplant. Das war echt nicht geplant. Sogar den Haken ins Gebäude reingebackt. Komm wieder raus da. Hab eigentlich schon viel früher gebremst. Aber der Kran hat in dem Moment wieder Vollgas gegeben. Und wenn er Vollgas gibt, dann gibt er auch erstmal Vollgas. Da ist nichts mehr mit Bremsen. Das war gut. Also jetzt hätten wir so das komplette Gebäude wieder abgerissen quasi. Schön mit den schön schweren Stahlträgern erstmal das eine Stockwerk komplett abgerissen. Das hätte die dünne Holzwände aber sowas von durchpfeffert gerade. War auch, wie gesagt, nicht geplant. Ich habe ja schon ungefähr kurz nach der Mitte angefangen zu bremsen, aber da hat der Kran halt noch Vollgas gegeben und dann, ja, kann man nichts machen. Abrissbirne Tommy wieder voll im Einsatz. So, dann nehmen wir jetzt mal die ganzen Holzbalken hier, schmeißen die noch nebenhin. Dann müssen wir wirklich mal anfangen zu buddeln. Das ist wieder ein Haufen Erde, das ist wieder ein Haufen Erde. So, haben wir das schon mal abgeschlossen. Sind wir bei 87%. Ich gehe mal davon aus, dass wir unseren Kettenbagger dafür nehmen, weil das ist ja doch ein Riesengebiet, was wir da frei schaufeln müssen. Da müssen wir da auch noch bestimmt wieder betonieren oder so. So, wir nehmen mal diese kleine Maschine. Oh, mal gucken, wie tief wir da müssen. Ich gehe mal davon aus, so um die 2 Meter wahrscheinlich. Pooltiefe, wenn wir da noch betonieren und so. Da ist das nochmal ein bisschen Buddelarbeit. Also Baggern hat man bei dem Auftrag auf jeden Fall genug. Da gibt es nichts zu meckern. Da hat man auf jeden Fall genug zu tun. So. Ich glaube, so können wir stehen bleiben. Dann brauchen wir noch den Muldenkipper. Den haben wir hier drüben stehen. Da steht die Frau im Weg. Können Sie bitte gerade mal da zur Seite gehen? Ich würde hier gerne vorbeifahren. Danke für nichts.
Gut, dann muss ich wohl doch außenrum gurken. Okay. Kies machen wir gerade mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir aber die Lichter. Und so Bling-Bling-Lichter. Ich wollte eigentlich rückwärts hier reinfahren, aber das ist jetzt auch komplette Wurst. So. Passt, wackeln, hat Luft. Dann können wir loslegen. Mögen die Baggerarbeiten beginnen. Oh je, ja. Ja, das geht tief runter. Gut, haben wir die nächsten 2-3 Folgen wahrscheinlich wieder ein bisschen hier zu tun. So, eine Schaufel 1%, also 100 Schaufeln ungefähr. Geile Sache. Gott. Ja, wirklich pro Schaufel 1%. Ich muss 100 Mal mit meiner Schaufel da ungefähr jetzt rein. Und nach 4-5 Schaufeln müssen wir jedes Mal den Muldenkipper leeren. Oh, jojo, ich hätte nicht drüber rechnen sollen. Das ist demotivierend. Oh Gott. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, erstmal ein Snickers. Nein, Quatsch, alles gut. Ich bagger ja eigentlich total gerne in dem Spiel, aber ja, für mich ist es manchmal so ein bisschen demotivierend, wenn dann die Baggerarbeiten halt so extrem lange dauern. Wenn man an der gleichen Stelle das Gleiche macht die ganze Zeit. Aber gut, es ist halt auf der Baustelle so, ja. Wenn man da halt baggern muss, muss halt gebaggert werden. Kann man nichts machen. Sind immer noch nicht auf der Endtiefe angekommen. Ach du Kacke. So. Nummer 1 ist voll. Sind wir auf der maximalen Tiefe mittlerweile? Ich glaube ja. An der einen Stelle ja. Aber ist noch gut was zu tun. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns so einen großen Knickgelenk-Muldenkipper herholen. Für die ganze Erde. Da müsste ja eigentlich ein bisschen mehr reinpassen, da muss ich nicht ständig ein- und aussteigen. Aber andererseits ist es auch komplett Wurst, weil aussteigen und ausleihen muss ich so oder so. Vielleicht dann ein, zwei Mal weniger, weiß es nicht. So, eine Schaufel schmeißen wir noch drauf. Eine geht noch. Nur die Frage, wo. Ich verteile es einfach so ein bisschen. Passt schon. Okay. Jo. Schön. Machen wir es gerade mal ein bisschen ordentlich da unten. Da sieht es ja noch richtig wild aus. Aber zwar jetzt unsere 10. Schaufel. Wir sind bei 10%. Sind wir ja bald schon fertig. Ja, krass. Ach ja. Manchmal fehlt mir hier so ein bisschen Musik. Gerade wenn man so ein bisschen längerwierige Aufgaben macht, einfach hier im Bagger das Radio angeknipst und schön irgendwie Musik dudeln lassen. Mein, kann man klar. Wenn man ein Privatspiel, wie gesagt, kann man das ja machen. Aber ich leider halt hier im Let's Play nicht wirklich. Ich könnte YouTube-Musik nehmen. YouTube bietet ja extra im Studio Musik an. Die kann man quasi benutzen. Da kriegt man keine Verwarnung drauf. Das ist lizenzfrei quasi. Die kann man theoretisch im Hintergrund dudeln lassen, aber ich habe mir immer noch keine Zeit genommen, da mal alle möglichen Lieder runterzuladen und da eine Playlist zu erstellen, dass sie dann abgedudelt werden. Ah, muss ich unbedingt mal machen. Für manche Spiele wäre es nicht schlecht, einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund, so als Motivation. Ja, jetzt vielleicht keine Sandmännchenmusik, dass man hier einschläft bei, aber irgendwas Motivierendes. Genauso beim Busfahren wäre es manchmal auch nicht schlecht. Beziehungsweise, wenn ich privat Fernbus spiele oder The Bus oder so, dann habe ich immer das Radio an. Ja, The Bus zum Beispiel hat ja auch Flashbass FM.
drinne quasi im Spiel integriert. Da braucht man einfach nur auf dem Numpad quasi Plus drücken und dann schaltet man das Radio ein und kann die Lautstärke regulieren. Und dann hat man so ein bisschen Beschäftigung. So, gerade nochmal leeren. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Schöne Grube. Ich bin ja eigentlich sowieso so jemand, wenn ich am Computer bin und irgendwie privat zocke, ich habe immer was nebenbei dudeln. Meistens auf YouTube irgendeine Doku, irgendeinen Vortrag, irgendeine Präsentation, irgendwas, wo halt ein bisschen rumgequatscht wird. Oder halt irgendeinen Film auf Disney oder Prime oder so. Aber es muss immer irgendwie was im Hintergrund sein. Wenn ich Let's Play gehe, dann habe ich ja mein Gebabbel die ganze Zeit. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten, wenn ich privat am Computer bin, muss die ganze Zeit irgendwas dudeln. Brauche ich immer irgendeine Gequatsche nebenbei. Gequatsche oder Musik? Irgendwas muss immer dudeln. So, ich wollte es gerade da unten noch mal ein bisschen sauber kratzen. Haben wir doch noch eine Schaufel voll gekriegt. Das ist sehr schön. Wow. Ich schaufel mir gerade wieder selber den Boden unter den Füßen weg. Das ist natürlich immer gut. So, ist auch wieder voll. Was haben wir denn jetzt? 19%. 19%. Okay. Okay. Ich will hier den Rand noch ein bisschen sauberer machen. Das war nur ungefähr eine halbe Schaufel voll. Ist aber auch wurscht. So. Ein bisschen geht noch am Rand. Ein bisschen geht noch am Rand. Wir hängen wieder unsichtbar irgendwie am LKW fest. Egal, komplett daneben geworfen. Komplett wurscht. So, dann wollen wir mal hier weitermachen, an der Seite. Hopp, Schaufel ist voll. Prozent. Boah, gerade 2% weitergekommen. Krass. Krass. Ja, aber endlich am Pool dran. Ja, der hat mir ja die ganze Zeit gefehlt. Zum Glück haben wir den nicht vorher gemacht, sonst hätte er echt ein bisschen viel Platz eingenommen. Aber da hatten wir echt, ich glaube, fast 2 Stunden Baggerarbeiten bei dem Auftrag, oder? Ich hatte, glaube ich, 3 Folgen Baggerarbeiten, oder so circa 3 Folgen, 2,5 ungefähr, für das Gebäude da drüben, das große. Und ich rechne mal damit, dass wir hier jetzt auch ungefähr 2 Folgen brauchen wahrscheinlich. Hat schon dann einiges an Zeit in Anspruch genommen, hier die Baggerarbeiten, aber ist okay. Die
Die Bäume sind dann schnell gesetzt. Das ist nur so ein kleines Löchelchen. Da können wir auch den JCB-Bagger nehmen oder theoretisch sogar was Kleineres. Wir könnten eigentlich dann mal den Kompaktbagger herbringen. Von JCB. Nicht Kompaktbagger. Den Baggerlader. Dass wir dann mit dem Baggerlader mal die Bäume ausheben. Wir haben ja auch den ganz, ganz kleinen Knuffigen dabei. Den können wir auch mal ausprobieren. Das könnten wir eigentlich machen. Das könnten wir eigentlich machen, dass wir die Bäume dann mit den kleinen Maschinen mal setzen. Würde ich cool finden, weil anderen Arbeitszweck für die weiß ich nicht. Die sind halt extrem klein. Beziehungsweise der eine der Baggerlader, der ist okay von der Größe. Der ist stinknormal. Normale Größe wie auch der andere Baggerlader. Der andere, der bei dem JCB-DLC dabei ist, der ist halt ein bisschen geschrumpft. Ein bisschen heiß gewaschen worden, ist ein bisschen eingegangen. Ich weiß nicht, was man da sonst für Arbeitszwecke haben sollte. Wäre natürlich mal eine krasse Herausforderung mit dem ganz kleinen Baggerlader hier, so ein Pool hier auszuheben. Ach du Kacke. Da wäre man ja jahrelang beschäftigt wahrscheinlich. Willkommen bei der Baggerlader-Challenge. Irgendwie hat die Schaufel sich wieder ein bisschen festgehangen. Ich kann nicht weiter drehen doch jetzt. Wenn man so knapp über den Muldenkipper irgendwie ist, dann kann man manchmal nicht so wirklich mit der Schaufel da drüber drehen. Da bleibt man mit einer unsichtbaren Wand hängen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich einen Zeitraffer mache. Aber andererseits ist es bald schon bei der Hälfte. So wirklich lohnt tut es auch nicht. So, ich glaube, die kriegen wir noch irgendwie drauf. Wird schon passen, wird schon passen. Wie sieht die Lage neben dem LKW aus? Es geht, gar nicht so schlimm. Gar nicht so verkehrt. So, wir leeren mal wieder. Ich habe schon wieder eine schöne Schräglage mit unserem Bagger drauf. Dass man sich so ein bisschen vorne die Erde wegbaggert. Aber wir sind noch nicht in ein Loch reingefallen, das ist schon mal ganz gut. Noch nicht reingekippt. Wir sind noch nicht reingekippt, also alles gut. Das wäre natürlich mal ein Highlight, wenn wir das schaffen. So, die Erde haben wir. 36% sind wir jetzt. 36%. Und 38%. Sehr gut. Jo, ich glaube, wir haben dann noch zwei, drei Aufträge insgesamt, die wir machen. Bevor wir wieder eine Bausimulator-Pause einlegen, bis dann irgendwann ein weiteres Content-Update kommt oder irgendein neues Fahrzeug-DLC. Ich kann ja gerade mal gucken. Wir haben
Haben wir hier noch irgendeinen Auftrag, außer den, den wir aktuell haben? Normalerweise, ich glaube, hier hinten gibt es noch einen. Ja, da haben wir ja schon das Hotel gebaut. Ich glaube, hier ist dann noch ein Auftrag. Und dann haben wir hier unten noch zwei, drei Stück. Auch nochmal Hotels. Auch nochmal richtig groß aus. Aber da müssen wir wahrscheinlich keinen Pool buddeln, weil der ist im Gebäude mit verbunden quasi. Und ein Ferienhaus ist auch nicht ganz so riesig. Ah, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Mal schauen. Ich reiße hier gerade einfach kreuz und quer Erde weg, weil wenn ich so kreuz und quer einfach die Schaufel irgendwo reinhaue, dann gehen die Prozente am schnellsten nach oben. Da haben wir stellenweise ganze 2% pro Schaufel. Ja, krass. Krasse Sache. So, eine Schaufel schmeißen wir noch drauf. Und dann würde ich sagen, muss ich schon wieder ausleeren. Dann muss ich schon wieder ausleeren. Okay, das war jetzt auch wieder nur 1%. Nein! Boah, das ist wie, wenn man eine weite Strecke fährt mit dem Auto. Was weiß ich, so 800 Kilometer oder so. Und dann siehst du auf dem Navi die Kilometerzahl immer so eins nach dem anderen total langsam voranschreiten. Das ist so demotivierend. Bis man dann kurz vorm Ziel ist. Dann geht's richtig schnell. Dann geht's nochmal richtig schnell runter mit den Kilometern. Aber solange du so eine hohe Zahl auf dem Navi stehen hast, boah. Wie sagt unser Bagger immer mehr ab auf der einen Seite. Weiß nicht, ob das Ganze gut ist. Ich sollte mich vielleicht doch gleich mal umparken oder mal einen Meter zurückrollen. Aber andererseits ist das so ein bisschen Nervenkitzel. Es bringt wenigstens ein bisschen Spannung beim Baggern hier rein. Jetzt hängen wir wieder an der unsichtbaren LKW-Wand. Das war so, wie ich nach Rügen gefahren bin. Da fährt man ja 7-8 Stunden ungefähr von mir aus. Wenn du da alleine fährst, bist du der einzige Fahrer und kannst oder willst keine Pausen zwischendrin machen während der Fahrt, dann guckst du da als auf deinen Kilometerstand und denkst du so, nein, noch 700 Kilometer, noch 800, es wird nicht weniger. Noch 600 Kilometer, noch 500, noch 400, oh Gott. Und die Stunden vergehen, das ist so demotivierend. Aber es hat sich gelohnt. Das Doofe war nur, als ich heimfahren wollte, hatte ich richtig schön fett Migräne bekommen. Leider bin ich dafür ein bisschen anfällig. Mit Sehstörung alles drum dran. Da wollte ich gerade losfahren quasi in Rügen und wollte noch in Stralsund eine kleine Pause machen, weil ich da noch ins Ozeanum gehen wollte und Kaffee und was weiß ich und die Gorsch Fock mir da angucken wollte, die da im Hafen lag und ja, da bin ich da trotzdem noch hingefahren. Ja, ich habe mir vorne Schmerztablette reingepfiffen, habe gewartet, bis die Sehstörungen vorbei sind quasi und bin dann losgefahren, bin dann auch noch wirklich noch nach Stralsund reingefahren, bin da auch noch ins Ozeanum gegangen, durchgelaufen. Aber die ist dann, wenn du so richtig Migräne hast mit Sehstörungen und allem möglichen, dann hast du auch ein bisschen mit Schwindelprobleme und du fühlst dich einfach komplett weggeballert den ganzen Tag. Also es ist wirklich nicht schön, wenn man das so richtig kriegt. Wenn du da natürlich noch weißt, okay, ich muss jetzt 7-8 Stunden noch nach Hause fahren, ja, Halleluja. Das war echt eine unangenehme Fahrt, aber gut. Alternative wäre gewesen, ich hätte mir halt nochmal irgendwo ein Hotel genommen für einen Tag, aber ja. Wollte ich auch nicht machen, ich wollte dann eigentlich einfach nur noch nach Hause irgendwann. Wenn es eigentlich so gut geht, will man nach Hause. Ich meine, hätte ich jetzt gar nichts mehr auf die Kette gekriegt und so. Also, ich glaube, wir fallen heute noch. Der Nervkitzel ist schon gut gegeben. Hätte ich natürlich gemerkt, ich kann überhaupt nicht mehr fahren, kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, es läuft gar nichts mehr, dann wäre ich natürlich da geblieben. Ja, da hätte ich mir nochmal irgendwo ein Hotel geschnappt, hätte den ganzen Tag da im Bett rumgelegen und hätte gewartet, bis es wieder ging, aber es war zum Glück so, dass die Sehstörungen, die sind bei mir immer nur, kurz bevor ich Migräne bekomme, habe ich immer halt die Sehstörung, dass ich wie erblinde, quasi. Und dann so meistens an einer halben Stunde, bevor die Kopfweh richtig losgehen und man richtig betüttelt ist in der Birne, gehen die Sehstörungen zum Glück wieder weg. Das ist richtig, richtig doofes Gefühl, muss man sagen. Ja, es ist richtig, also diese Sehstörung, erst fängt es so ein bisschen mit dem Flackern an im Bild, sagen wir es mal so. Und dann irgendwann, das, was du anguckst, ist einfach nicht mehr da. Ist komplett komisch zu beschreiben. Du guckst es an. Du siehst das außenrum, aber das, was du anguckst, tut dein Hirn einfach rausrechnen. Das ist
Wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und krieg Sehstörung, dann ist das Auto vor mir plötzlich weg. Ich sehe aber die komplette Straße. Das Hirn blendet es dann einfach aus. Du siehst die komplette Straße. Du weißt genau, wie die Straße aussieht. Du siehst aber das Auto nicht mehr. Wenn du Glück hast, siehst du aber das Schatten vom Auto. Ja, ist total merkwürdig. Ist total merkwürdig. Wie als hätte irgendjemand ein Video bearbeitet, dass sein Auto auf der Straße war, hat das Auto rausgeschnitten und der Schatten zum Beispiel vom Auto sieht man noch ansatzweise auf der Straße sich bewegen. Ist komplett komisch. Ist auch saugefährlich. Also im Auto, sobald ich halt merke, ich krieg Sehstörung, muss ich halt immer stehen bleiben, egal wo. Weil es bringt nichts, blind durch die Gegend zu fahren. Das ist zu gefährlich. Da muss ich halt dann immer eine halbe Stunde warten. Zum Glück habe ich das nicht mehr ganz so oft heutzutage. Ich hatte es früher öfters gehabt. Das ist richtig unangenehm. Wie ich das erste Mal hatte, habe ich auch gedacht, ich muss jetzt in die Notaufnahme. Es geht zu Ende mit mir, weil man auf einmal nichts mehr sieht dann. Aber zum Glück legt sich das in einer halben Stunde meistens wieder. Und dann gehen halt die richtigen geilen Kopfschmerzen los. Ja, mit Erbrechen und was weiß ich. Das geht dann immer Schlag auf Schlag. Das Schöne ist halt, wenn ich halt diese Sehstörung kriege, dann schmeiße ich mir direkt immer eine Schmerztablette rein. Die braucht dann auch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Wirken oder eine halbe Stunde, Stunde, bis es dann richtig wirkt. Und in der Zeit quasi habe ich die Sehstörung und wenn dann halt die Kopfschmerzen richtig losgehen würden, dann fängt schon an, die Tablette ein bisschen zu wirken. So kann ich das dann wenigstens zeitlich immer recht gut abpassen. Aber es bleibt so oder so unangenehmer. Wie gesagt, ich bin dann immer den halben Tag komplett weggeballert. Also es ist wirklich, man ist nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ja, ist mal schlimmer, ist mal besser, kommt immer drauf an. Aber naja, das Unangenehmste sind halt wirklich die Sehstörungen, weil du kannst halt nichts dagegen machen. Ja, wenn du Kopfschmerzen dadurch kriegst, ist nicht so wild, schmeißt dir eine Schmerztablette rein, legst dich irgendwo hin, legst dich ins Bett, fertig aus. Ja, ist nicht weiter schlimm. Aber wenn du halt diese Sehstörung hast und dann wirklich erblindest, das ist halt wirklich richtig, richtig unangenehm. Man muss mal auch wirklich gucken, dass man nicht in Panik verfällt, weil man plötzlich nichts mehr sieht. Aber es ist wirklich interessant. Wie gesagt, das, was man anvisiert, das, was man gerade anguckt, ist einfach nicht mehr da. Und du siehst aber außenrum im Augenwinkel, dass alles noch da ist. Wenn du dann die Sache, die du eigentlich anguckst, sehen willst, musst du irgendwie voll dran vorbeischielen, dass du es so im Augenwinkel noch sehen kannst. Und dann guckst du wieder dahin und dann ist das Teil einfach plötzlich nicht mehr da. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt auf dem Schreibtisch einen Kuli anguckst, dann siehst du den Kuli nicht, du siehst aber die komplette Schreibtischplatte. Es ist komplett merkwürdig. Es ist einfach wie rausgerechnet, wie Bildbearbeitung. Total krass. Wenn du dann aber so leicht schräg dran vorbeiguckst, siehst du den Kuli wieder. Im Augenwinkel. Dann guckst du wieder hin, dann ist der Kuli wieder weg. Es ist wirklich komplett interessant. Ich habe einmal Migräne während der Autofahrt gekriegt. Da ich aber wusste, wenn ich schräg dran vorbeigucke, sehe ich so grob vor mir die Sachen, konnte ich wenigstens noch bis zu einem Parkplatz fahren. Ja, ich habe dann halt die ganze Zeit ein bisschen schräg zur Seite geguckt und habe dann so grob wenigstens vor mir erkannt, was los ist. Damit ich nicht einfach mitten auf der Landstraße stehen bleiben musste. Und ich wusste ja, dass ein paar hundert Meter weiter ein Parkplatz kommt. Bin ich halt da noch weitergefahren, habe keine Vollbremsung gemacht. Wäre auch nicht sicherer gewesen. Und wie gesagt, mit Tricks kann man dann noch so halb sehen. So halb. Aber das hatte ich zum Glück nur einmal. Während der Autofahrt. Meistens hatte ich es auf der Arbeit gekriegt. Arbeit oder Schule. War dann halt natürlich immer schön, wenn du auf der Tafel was abschreiben wolltest. Und du wusstest, da steht ein Text. Du hast hingeguckt, wo der Text war. Du hast aber den Text nicht gesehen. Du hast einfach nur die leere Tafel gesehen. Das ist einfach zu geil, was das Hirn da anstellen kann. Da kriegt man aber so ein bisschen Angst, was kann das Hirn alles machen, was man eigentlich gar nicht mitkriegt. Ja, oder was für einen dann die Realität ist. Also für jeden kann die Realität quasi ein bisschen anders aussehen, weil das Hirn da irgendwas abändert. Das finde ich halt eine krasse Erkenntnis eigentlich, muss ich sagen. Oder man weiß halt dann auch nie, ob einer was sieht, was man selber vielleicht einfach nicht sieht, weil das Hirn es irgendwie rausrechnet, man es aber nicht weiß, dass das Hirn es rausrechnet. Ist sehr kompliziert, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt mal sieht, was das Hirn alles so bei Migräne anrichten kann, wie es einfach die Wahrheit verdrehen kann,
dann will ich nicht wissen, was es auch noch so anstellen kann. Es wird dann ein bisschen spannend. So. Da geht's lang. Einmal ausleeren. Da haben wir schon mal einen guten Berg rausgebuddelt. 63% haben wir jetzt. Ich fahre jetzt mal einen Meter zurück, weil ich mache mir doch langsam ein bisschen Sorgen. Es wird ja bald reinrutschen. Ich glaube zwar nicht, dass es passieren würde, weil ich glaube, Bausimulator hat keine Rutschphysik oder so. Also ich glaube, da passiert nichts. Das Gute ist halt, als ich das erste Mal Migräne hatte, war ich zu Hause und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass sie das auch hat. Ja, ich weiß, woher ich es habe. Liegt anscheinend in der Familiengene. Es hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil sie hat auch Sehstörungen, hat sie erzählt und sie dann nichts. Das geht aber dann wieder in einer halben Stunde. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt, deswegen bin ich damals zu Hause geblieben und wollte nicht in die Notaufnahme. Meine kleine Schwester hat es aber auch öfters mal. Die hat es auch öfters mal. Da ist es also auch weitergewandert in den Genen, muss man sagen. Mein Vater hat so Probleme eigentlich überhaupt nicht. Der hat das jetzt ein einziges Mal letztes Jahr gehabt und da ist er so dermaßen in Panik verfallen. Da war er gerade mit dem Motorrad unterwegs, mit seinen Motorradclub-Leuten. Und hat dann Sehstörungen gekriegt und halt richtig Migräne, was er eigentlich nicht kannte, weil er sowas eigentlich nicht hat. Und da ist er auch dermaßen in Panik verfallen, dass er auch einen Rettungswagen rufen wollten. Also die vom Motorradclub kannten das anscheinend auch alle nicht. Ja, aber das hat sich dann auch wieder nach einer halben Stunde ungefähr gelegt gehabt. Und dann konnte er doch ohne Rettungswagen, ohne Krankenhaus wieder nach Hause fahren. Das ist halt richtig unangenehm. Seitdem hat er auch immer quasi Kopfschmerztabletten und so dabei. Ist auch vorbereitet. Genauso Kreislauftechnik. Da hat er auch letztes Jahr einmal kurz Probleme gehabt mit dem Kreislauf. Ich persönlich kenne es sowieso, Katrin auch. Katrin legt sich ja öfters mal hin, weil der Kreislauf versagt. ja, man muss es ein bisschen mit Humor sehen. Ist zum Glück nie was Schlimmes passiert, wenn es umgekippt ist. Hat auch mein Vater während Motorradfahren ein bisschen Probleme gekriegt mit dem Kreislauf, als er gerade mit seinen Leuten unterwegs war quasi. Da hatte aber auch jemand Traubenzucker einstecken, der war auch vorbereitet. Und dann konnten sie ihn auch schnell wieder hochpäppeln. Ich bin auch so jemand, ich habe immer Traubenzucker einstecken. Katrin auch, weil Katrin, wie gesagt, die fällt ja leider öfters mal um oder kippt leider öfters mal um. Mit dem Kreislauf halt Problemchen. Ich bin auch echt froh, dass ich schon das eine oder andere Mal Traubenzucker mit dabei hatte. Weil, wie gesagt, ich bin auch sehr anfällig. Deswegen bin ich auch nicht so der Sommermensch, weil je wärmer es wird, desto schlimmer wird es mit dem Kreislauf. Das ist dann so der Nachteil halt. Ich mag ja diese warmen Temperaturen nicht. Mir macht das immer so fertig. Es gab auch schon Jahre, da habe ich mich dann einfach ins Auto gesetzt und bin eine kleine Runde gefahren, einfach um die Klimaanlage mal eine halbe Stunde zu genießen und mal ein bisschen kalte Temperatur um mich rum zu haben. Weil wenn man baden geht, das ist ja auch so ein Trick. Man kann ja theoretisch im Sommer sich ein bisschen abbrausen, abkühlen. Das hilft dann ganze 2 Minuten und danach bin ich schon wieder am Dampfen. Das ist wirklich richtig unangenehm. Ich bin ein bisschen arg wärmeempfindlich. Es war auch letztens so im Schwimmbad, da gab es wie gesagt 3 Becken und 3 unterschiedliche Temperaturen quasi und Katrin das wärmste Becken reingesprungen, ja, voll genossen und ich so, boah, ich fühle mich gerade wie ein Hummer, der irgendwie in kochendes Wasser geworfen wurde. Das war richtig unangenehm. Für mich war es unangenehm, für Katrin war es angenehm. Genauso, ich war schon mal in so einem Dampfraum drinne. Auch richtig unangenehm. Also jetzt nicht Sauna. Sauna ist ja nochmal eine Stufe wärmer. Aber dieses Dampfbad, das war... Boah, widerlich. Widerlich. Mir hat so dermaßen die Haut gebrannt, obwohl es gar nicht so heiß war. Ich bin komplett rot, feuerrot geworden am Körper. Es war so unerträglich. Ich bin auch sofort wieder rausgegangen dann. Boah, nee, brauche ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man in eine Sauna gehen kann. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde da drinnen einfach schlagartig sterben innerhalb ein paar Sekunden.
Ist überhaupt nichts für mich. Dann lieber im Winter im T-Shirt rumlaufen, aber auf jeden Fall. Da habe ich kein Problem mit. Oder bei 3, 4 Grad irgendwo ins Freischwimmbad gehen, habe ich auch kein Problem mit. Stecke ich auch weg. Aber nee, Wärme mag ich gar nicht. Das eigentlich Schöne am Sommer ist halt, dass man, beziehungsweise Frühling, Sommer rum, dass man halt im Garten was machen kann. Ja, gerade wenn man halt, wie gesagt, Hobbygärtner ist, da gibt es immer was zu tun. Wir haben jetzt die letzten Tage wieder sehr, sehr viel im Garten gemacht. Katrin, ich und meine kleine Schwester waren alle fleißig, haben ein bisschen rumgebuddelt. Haben ja auch schon wieder ganz viel Gemüse quasi vorgezogen im Wintergarten. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich nur noch drauf, bis es warm genug ist, dass wir die Sachen raussetzen können. Der ganze Garten ist schon umgegraben. Wir haben die Kiwi-Pflanze umgesetzt, die wir seit letztem Jahr haben. Die haben wir nochmal in eine andere Position gesetzt. Wir haben einen Himbeerstrauch uns gekauft. Johannisbeerstrauch haben wir uns jetzt auch noch gekauft. Haben wir alles schon platziert. Ist also startklar für den Sommer. Wasser wird auch schon wieder aufgefangen mit unseren Regenfässern, damit wir dann wenigstens mal ein paar Tage überbrücken können, falls es mal wieder nicht regnet im Sommer. So. Die Folge geht jetzt schon wieder so ultra lang. Ich würde sagen, ich beende mal hier an der Stelle. Wir sind auch fast fertig mit dem Ausbuddeln, also in der nächsten Folge schaffen wir es auf jeden Fall. Deswegen habe ich die Folge ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.